Willkommen zurück, Reisende. Wir sind in Soulstone Survivor. Spielen heute mal den Arkanweber. Und um einen neuen Charakter freizuschalten, müssen wir zweimal den Overlord-Modus, hier den roten, überleben. Also einmal 5 Bosse und dann nach direkt nochmal 5 Bosse. Also bis Stufe 2. Das werden wir mal probieren. Also insgesamt 10 Bosse müssen wir jetzt. Naja, vielleicht sogar noch mehr. Weil die kommen. Lords der Leere 5. Beine sind stärker und die Herren der Leere spawnen in Gruppen und haben deutlich mehr Gesundheit. Pro Ziel werden weniger Feinde benötigt. Mit jedem Zyklus werden die Feinde resistenter gegen alle negativen Effekte. Müssen wir mal gucken, ob wir das schaffen, 2 Runden zu überleben. Ach du, 10 Bosse. Oh, extra. Okay. Also kommen immer 2 Bosse. Müssen wir mal gucken. Wir müssen auch Stufe 2 komplett schaffen. Also die hier und die zweite Stufe. Müssen wir nur jetzt noch sehr viel stärker werden. Und ich dachte, wir spielen mal einen anderen Charakter. Wir spielen aber ohne Flüche, weil sonst wäre das hier drin mit dem neuen Charakter zu schwierig, denke ich mal. Weil der ist ja noch Level 1. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, ob wenn wir den noch also erst hochleveln lieber. Aber daher habe ich mal Flüche weggelassen. Der Overlord-Modus ist ja schwer genug. Und am Anfang geht ja noch. Sind die ja noch nicht so stark. Sobald die Magier kommen, also die Fernkämpfer, ja, da. Da müssen wir dann aufpassen und uns ein bisschen bewegen. Auf jeden Fall sollten wir unsere Fähigkeiten so schnell wie möglich hochkriegen. Ich habe auch probiert, diesen Weihnachtsboss zu finden. In dem Level, wo wir eben gestartet sind, gab es noch ein anderes Portal, nicht nur die 3 hier. Aber es war nicht aktiv nach dem Sieg. Und es gab noch große Runen. Habe ich den Boss reingestellt und ihn da drin getötet, aber das hat auch nicht funktioniert, die irgendwie zu aktivieren. Aber hier ist sonst weiter nichts. Oder? Nö. Scheint nicht so. Ich meine, hier ein paar Sachen können wir einsammeln. Da ist der erste. Einer der beiden Bosse. Haben auch direkt 2 Lebensanzeigen. So. Also ein Gift und einen mit dem Laserstrahl haben wir hier. Müssen wir nur gucken, wie wir das machen. Immerhin müssen wir ja beide besiegen. Ist natürlich jetzt schwieriger mit 2 Bossen direkt gleichzeitig. Aber so macht das ja auch viel mehr Spaß, wenn es schwerer ist. Ja, machen wir das hier. Die wollen aber auch partout nicht drauf gehen. Zum Glück habe ich uns einen dritten Sprung organisiert. Ja, so ein Ausweichsprung. Also eine Aufladung mehr. Oh.
Oh nee, da war der Laser von dem einen. Oh, also der Gift, der Giftboss ist ja nervig da. Mal hier rumlaufen. Oh Gott. Und das soll man 2 Stufen schaffen. Ja, super. In den Strahl reingelaufen. So ein Mist. Dann gucken wir jetzt mal, dass wir einen anderen Charakter vielleicht nehmen. Wir haben jetzt hier noch Zauberbrecher. Maximale Gesundheit, Rüstungsstärke, Bewegungsgeschwindigkeiten. Was mit dem hier? Der hat alles bis auf hier Bewegungsgeschwindigkeit. Minus 10% insgesamt dann. Also der ist jetzt Stufe 4. Probieren wir mal mit dem hier. So, welches Level nehmen wir? Ah, hier keine Rune ausgewählt. Also 15% weniger Schaden. Sehr gut. Speziellen Fähigkeit für die ausgewählte Waffe. Fähigkeiten des Typs Feuer. Braucht ja kein Mensch. Ja, dann nehmen wir den mal. Und das Level hier hatte ich gespielt. Die gefrorene Einöde. Aber ohne Flüche, weil das verdoppelt sich ja hier mit der Schwierigkeit dann noch. Ja, dann werden wir, wenn ich das hier durchspielen bis zum Ende. Und wir sehen uns dann gleich wieder beim Overlord-Modus. Bis gleich. Oh, da sind wir wieder. Ich musste 2 Anläufe spielen. Beim ersten Mal nicht so gute Waffenauswahl gehabt. Jetzt habe ich auch die Flüche angemacht, weil dauert sonst alles viel zu lange. Haben es in 10 Minuten 50 geschafft, immerhin. Unter 12. So, unsere Fähigkeiten sind... Kann ich uns die anzeigen lassen? Giftbombe, Donnergrollen, Blitzschlag, Zerstörung, Kettenblitz und die Standardfähigkeit, die wir automatisch haben, Doppelslash. So, dann werden wir jetzt gucken, diesmal ohne Golems, ob wir das jetzt besser schaffen. Ich habe auch kein, also nichts benutzt, was die Gegner verlangsamt, sondern nur Sachen, die mich stärker machen. Wie man sieht, ist jetzt wesentlich besser. Und ich... Es ging schneller mit... Fluch. Stufe 1. Ohne Fluch dauert das wirklich viel zu lange. Dann weiß ich jetzt wenigstens auch, wie man es unter 8 Minuten schaffen kann. Und zwar, indem man Fluch Stufe 2 oder 3 oder so aktiviert. Aber die Bosse fallen, sind direkt tot umgefallen, also. Trotzdem hat es eine Zeit gedauert, weil eher die Gegner da sind. Es dauert wirklich seine Zeit. Also müssten wir dann mal höheren Fluchlevel spielen. Um zu sehen, ob dann noch mehr, also logischerweise kommen ja dann noch mehr Gegner. Ob man das dann noch schneller schafft. Aber dann ist wieder die Sache, hat man Lootglück wegen den Fähigkeiten, die man direkt als Auswahl bekommt. Auf jeden Fall müssen wir noch stärker werden. Na, guck mal, da ist der erste Boss.
Gleich beide hier, das ist doch schön. Ich habe leider bis jetzt nur einen weiteren Sprint erhalten. Oh Gott, oh Gott. Da waren aber viele Flächen. So, einer ist tot. Der ist auch tot. So, stellen wir uns mal wieder in die Mitte. Also hoffentlich schaffen wir diesmal bis einschließlich Stufe 2 von Overlord hier. Bei Stufe 2 werden die ja dann wahrscheinlich noch stärker wieder. Und wahrscheinlich noch mehr Bosse auf einmal dann. Müssen wir mal gucken, aber bis dahin kann man ja noch voll gut leveln. Seine Fähigkeiten verbessern. Weil wenn die stärker werden, werden wir halt auch stärker. Dann gleicht sich das wieder so ein bisschen aus. War echt viel zu wenig Gegner. Aber ich muss auch sagen, wir haben jetzt gute Fähigkeiten erwischt diesmal. Ihr könnt ja gerne mal sagen, ob ihr andere Fähigkeiten bei dem hier benutzt, um das noch schneller zu schaffen oder mehr Schaden zu verursachen. Aber mal ein bisschen schneller machen. Es dauert einfach viel zu lange, bis die bei uns sind. Und mit Golem war wohl echt nicht gut. Wenn wir hier selber Schaden machen, kommen die wenigstens auch alle direkt zu uns. Das ist schon wesentlich besser, denke ich mal. Er kann natürlich auch sein, dass irgendwie ein eine Technik gibt, mit der man super gut ist mit den Golems. Aber dann weiß ich das leider noch nicht. Vielleicht muss man die Golems auch einfach mit einem anderen Charakter spielen. Das kann ja auch sein. Dass es da irgendwie eine gute Kombi gibt. Oh, legendär. Oh, da sind die nächsten. Das ist jetzt ein bisschen nervig gewesen. Jedes Mal wird ein Stapel von Unheil. Na, unsere... Bei uns verursacht aber nichts Unheil. Hat der uns weggeblockt? Was geht bei ihm? Oh, Alter, da ist einer, der Flammen spuckt. Was zum Henker? Der ist aber neu, den kenne ich noch gar nicht. Ja, krass, was war das denn jetzt? Wir waren instant tot. Dabei hatten wir 200 Leben. Hauptsache, wir kriegen noch Erfahrungspunkte. Und da ist er vergiftet und verflucht sind und Unheil haben. Gut möglich, dass einer von beiden sogar drauf geht. Na, nicht geschafft. Keine Ahnung. Da muss bestimmt irgendwie eine bessere Kombi oder sowas geben. Oder die Level waren nicht hoch genug hier. Das kann natürlich auch sein. Aber wir hatten sehr viele Effekte, also daran sollte es jetzt nicht gelegen haben.
Wir haben auch hier ja in Fähigkeiten auch alles soweit. Müssen wir wohl doch noch hier irgendwas. Ja, Kristalle, die benutzen wir so gut wie nie. Reduziert alle eingesteckten Schaden. Erhöht deine Blockkraft um 10. Wir machen mal das hier, reduzierten Schaden. 3, so. Dann haben wir das. Ah, dass wir immer diese roten brauchen, ne? Da brauchen wir gelbe. Bietet dir die Chance, neue Fähigkeiten. Also können wir einmal neu rollen. Das ist jetzt auch. Pille-Palle. Na gut, da fehlen uns ein paar. Ja, wir müssen das hier wohl noch. Ein Power-Up verbannen. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwas bringen soll. Also hier, das wäre aber noch gut, dass wir mehr Gesundheit erhalten. Und den hier hochbringen. Komisch. Cool, wo habe ich denn gespielt? Oh, hier. 10 Minuten 50, ja, genau. Ich bin arschlangsam. Gut, dann werden wir beim nächsten Mal Fluchstufe 2 probieren. Verringert jede empfangene Heilung, das ist ja nicht so schlimm. Kobolde kommen früher. Elite-Gegner spawnen 10% häufiger. Die Anzahl der Elite-Feinde, die gleichzeitig erscheinen, wird um einen erhöht. Steht eine 10% Chance. Ah ja, hier der Meteor, der kommt ja auch in einer Tour. Also hoffentlich kommen dann wirklich mehr Gegner. Ist schon cool. Soll ich doch nehmen ruhig dann die Schneelandschaft hier. Passt ja zu Weihnachten. Probieren wir mal Fluch Nummer 2. Gucken, dass wir ein bisschen Glutglück haben. Und dann, dass unsere Fähigkeiten, umso mehr Gegner, umso mehr Erfahrungspunkte kriegen wir ja auch. Das heißt, vielleicht sind die, müssen wir die Fähigkeiten, die wir haben, viel höher machen noch, damit wir in diesen Overlord-Modus überleben. Und die Gegner viel schneller töten. Bin ich mal gespannt. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Und bis dann.